Jetzt heißt es wieder Abschied zu nehmen. Abschied von Camagüey. Camagüey. Aus diesem mit einer Patina belegten Hotel geht es jetzt 5 Stunden nach Santiago de Cuba, unserem südlichsten Punkt. Südlichsten Punkt der Reise. Gell, Pia? Auf geht's. Sind wir gespannt, wie wir da hinkommen, die Straßen. Pia ist jetzt in den Panamericana, was früher in der DDR der Intershop war, reingegangen. Ich möchte jetzt der Christbaumkugel kaufen. Wir müssen mit Christbaumkugel. Große Illusionen. Das ist ein guter Name für das. Gibt schon staatliches Radio. Kubanische Christbaumkugel. Ein Christbaumstern. Hoffentlich bringen wir den heim. Ja. Egal. Dann schauen wir jetzt. Und immer wieder anstehen. Kubaner müssen ihr ganz Leben lang vor die Geschäfte anstehen. Immer wieder. Ja? Immer wieder anstehen müssen die Kubaner. Hier sind wir in der schönen kleinen Stadt Bayano. Bayamo. Auf halbem Weg zwischen Camagüey und Santiago de Cuba. Und jetzt heißt es, Kaffee zu finden. Ja? Kaffee. Da drüben ist Post- und Telegrafenamt. Das heißt wirklich so. Hier haben wir die Kommunistische Partei Kubas. Alles in einem. Ja? Alles in einem. Da gibt es wieder Musik. Alles mit Slogan. Es hat immer alles tote Hose. Was mancherorts zu viel ist, ist da immer zu wenig. Vielleicht sammeln sich für die Auslagen. Schöne Fischel. Es ist hier wie überall wie ausgestorben. Es sind keine gastronomischen Angebote oder kaum. Es ist alles geschlossen. Es hat nichts gibt es irgendwo, wenn es wo was gibt, stehen leider wie Hechtsuppen. Ja, das ist der Wahnsinn. Jetzt schauen wir mal Geld kriegen. Ja. Die Pia schreit, weil ich einfach Ja sage. Schaut sie so. Hunger jetzt. Mir ist schlecht einfach. Schlecht ist einfach Hunger jetzt. Und jetzt ein Bier. Schön für dich. Victoria Malaga. Was ist das für Suppe? Yucca-Suppe. Yucca. So, da waren wir jetzt drin, haben köstlich bodenständig gespeist und jetzt haben wir
dank Pia satt und wissen immer, wie wir uns zum Auto bewegen. Der Opa, der hängt voller Orden schon hin. Der hat in der Revolution gekämpft. Voller Orden. Rechts abbiegen. Dann geht jetzt zum Platz der Revolution. Da habe ich noch eine gute Tat gemacht. Jetzt habe ich noch dem Watcher eins von meinen T-Shirts geschenkt, weil er gefragt hat, ob wir nicht T-Shirts haben oder Kugelschreiber. Die sind so elends arm da. Jetzt habe ich einfach einen von meinen T-Shirts geschenkt. Also man staunt, auch hier in Kuba gibt es einen Fahrradweg. Also die haben hier in der ganzen Stadt, verfügen die über Fahrradwege, die auch entsprechend ausgezeichnet sind. Da sieht man es mit dem blauen Fahrrad. Und das haben die überall, finde ich gut. Überall, das war jetzt eine Stadt. Na doch, ja, in dieser Stadt meine ich. Finde ich gut. Alter, ist das eine Bauruine. Da hat man auch leider viel geplant, so wie es ausschaut. Kommunistische Partei. Fahrt die ganze Jugend dahin. Heute ist nämlich der Tag der Revolution, der 2. Januar, wird hier gefeiert. Also da wirst du vor die Wahl gestellt, Sozialismus oder Tod. Das ist eine Kolchose für Schweinezucht oder was das ist. Pia kauft jetzt da wieder Bananen an der Straße. Santiago de Cuba bei bestem Wetter. Ich habe gesagt 30 Grad Sonne. Aber immerhin Fernsehen. So, angekommen in Santiago de Cuba. Das ist hier das absolute Staatshotel. Es hat schon bessere Zeiten gehabt. Wenn man jetzt die Wasserschäden und so schaut, hier. Alter Schwede. Ja. Man darf nicht wählerisch sein. Es hat sogar eine Klimaanlage. Nur im Frühlingshorizont hat es 32 Grad. Die ganze Woche. So, jetzt hier einen Duscher gemacht, oh, einen Schauer. Die Pia ist super gefahren. Das muss man jetzt echt einmal lobenswert erwähnen. Das ist sehr freundlich. Ja, doch. Mich sonst immer schimpfst. Ja, manchmal muss ich schimpfen, weil die Pia auch so schnell fährt. Und die Straßen, die sind echt kriminell da. Da gibt es Löcher, da fällt das Auto rein, da bist du weg. Jetzt da. Vorhin bin ich auf einer Straße gefahren, die zu einer Schlammpiste geworden ist und ich gar nicht mehr gesehen habe, wo die Straße war. Weißt du das noch? Mhm. Oh je. So. Man sieht hier sogar das Auto von unserem Fenster aus. Also, kann man schauen. Jetzt kommen wir jetzt nachschauen. Schon wieder zum Ring aufgehört. Da unten parkt unser Auto. Das ist auch schön, weil das ist scheinbar offizieller. Der bei der Stadt arbeitet und unten die Parkplätze für 10 Euro zwei Nächte verschachert. So kommt man auch zu seinem Ding. Da ist der Einkauf von der Pia. Bananas. Die restlichen Tage über Kuba. Kubanisches Knäckebrot. Mhm. Da haben wir voll ausgesagt. Für 320 Pesetten und du bist 3 Tage versorgt zu zweit. Mhm. Und die Lieblingskekse für 4 Euro. Hier am Rooftop gibt es jetzt
ein paar Cocktails und ein Bier, alles andere haben sie nicht. Aber dafür eine super schöne Aussicht. Das ist der Hammer. Ja. Direkt am Meer, vor der Kathedrale. Ich glaube an sich, bis auf naja, Zustand haben wir den. Eine gute Location. Das Glockenspiel. Das war hier mal ein super schönes Hotel, aber ich die Zeit nicht lang. Fühlt es sich, aber das war 1914 ein Mega-Hotel hier. Aber da wurde halt einfach nichts mehr gemacht. Heute früh kommt der Rost aus den Leitungen so braun. Ja. Also von außen schaut unser Hotel sehr elegant aus. Das Beste am Platz. So schaut es aus. Und mit dem besten Parkplatz vor der Tür. Also Obst gibt es hier immer, gell, Pia? Immer das gleiche, aber immer Obst. Das ist schön. Also immer Papaya. Das kann ich bald keine mehr sehen. Ja, das wirst werden wir bald im Delikatessenland kaufen können. Das ist ein Markt hier, der noch nicht offen hat. Also, der jetzt gerade aufmacht mit Souvenirs, mit Zeug. Zum Teil. Also, er hat das für Geld kriegen zum Pudelkasten. Ja. Daheim dann machen wir uns auf zum Grab vom Pudelkasten. Hier wird angestanden. Angestanden. Wir lassen einen rein, einen raus. Und alles im Mangel hier. Das ist so der Hammer. Da wird ein Zuckerrohrsaft gemacht. Die pressen den Saft hier. Dort, da kannst du den Zuckersirup gleich kaufen, ja, schau. Du kannst den Zuckersirup gleich kaufen. Sieh? Der Markt. Baumarkt. Was ist der? De qué país son? Du musst Ticket. Oh, Nationalidad. Alemania. Sí. Gracias. Alles scheint hier noch in einer festen Ordnung abzulaufen. Da musst du her. Da her. Ja. Hola. Okay. Machst du ihn unter dem Felsen beerdigt? Ich habe auch gehört, dass wie ich will, in groß, ich will in klein. Und dann verursacht die Bier fast noch eine Staatskrise. Sorry. Oh mein Gott, sorry. Das Heiligtum, nein. Gracias. Und hier war auch das Grab des stark verehrten Kubaners José Martí. Thank you.
Hola. Buenas. José Martí. Aquí. Hier sieht man jetzt die Wachablösung für den für kommunistische Länder typischen Stechschritt. Bekommen sogar noch persönlichen Geleitschutz. Mariana Grajales, la madre de la patria, Carlos Manuel para la. Manchmal ist auch viel Müll auf der Straße. Ab hier. Wie Armut. Jetzt ziemlich um den Angelaufen sind und viele Abgase eingeschnauft sind, haben wir uns jetzt für ein Getränk, weil man findet sonst nichts, auf unsere Hotelbar zurück. Ich brauche nichts zu essen. Zurückgezogen. Ja, du kannst essen, ich mag nichts. Sorry. Genau. Das haben wir jetzt gemacht. Ich weiß nicht, ob wir eine Fähre, glaube ich, kriegen wir nicht mehr. Also so ein Ausflugsboot. Mal schauen. Jetzt gibt es erst einmal ein kaltes Bier und einen Kaffee. Da wird jetzt eckhaft. Ja. Da wird jetzt eckhaft. Jetzt. Schau mal, was er da abrechnet. So, 700 Pesos ärmer. Da haben wir jetzt geshoppt. Hat alles nicht gestimmt vom Preis her. Erst hat es gekostet wie viel? 800 oder 850. Dann haben wir gesagt, das passt nicht. Dann hat er gesagt 700. Aber ist jetzt egal, da brauchen wir nicht aufbröseln. Wir haben geshoppt einen schönen Holzlöffel, ein schönes Künstlerbild von Havanna. Vier Postkarten. Genau. Es passt schon, 6 Euro, irgendwas ist okay. Das ist nicht zu schlecht. Das Gesamt, wahrscheinlich jetzt 300, 400, 500 kostet. Wenn überhaupt. Ja. Aber wenn du der Tourist bist, dann kostet es halt einfach mehr. Die Leute müssen auch schauen, wie sie irgendwie zurechtkommen. Das ist halt hier System und gehört halt dazu. Das muss man wissen. Die Leute sind halt hier brutalst arm. Brutal arm. Sehr viele Bettler, die arm um Geld betteln, um Shampoos, um Kulis, um T-Shirts. Das ist echt schwer. Und dann schaut man auf so blöde Geschäfte, Puma, wo sich nur die Reichen hier leisten können. Also das ist hier nur ein Mangel. Die normalen Leute haben hier einfach gar nichts. Und das ist schwierig. Und jetzt geht die Pia natürlich in den Premium-Shop. Hier wird der Fang nach Hause getragen. Der gute Fisch. Da hat er einen Fisch gefangen. Der riecht bis daher. Ich will ihn wahrscheinlich verticken und verkaufen.
sábado, iba ahí tocando un día y de momento. Die Pia ist im Schulland. Das ist hier der erste Supermarkt, wo man seine Taschen in einem Regal hinterlassen muss, weil man den Kunden nicht traut. Aber man stellt sich vor, man lässt seine Taschen los. So, jetzt ist die Pia alleine reingegangen und ich habe mir die Taschen in der Taschenhalter. Schauen wir mal, ob es Kekse findet. Zweitakter mal, er stickt hier förmlich am Abgas. Ah, die Pia ist unfallrichteter Dinge. Wenn da rauskommen, sie weint gleich. Gibt's nichts? Hast du was? Rum, Tomatendosen und Arschwettel, wie immer. Swing Latino. Die heutige Episode heißt Auf der Suche nach Keksen. Die Pia will Kekse. Es gibt nirgends Kekse. Nirgends. Was hier in Santiago de Cuba auffällig ist, ist, dass wir gefühlt die einzigsten Touristen sind. Gell, Pia? Das ist wirklich, also kaum Touristen. Kaum, ganz wenige. Eine mega Fußgängerzone, aber du kriegst halt nichts. Eieiei. Eis gibt es vom Wohnzimmer raus. Die Pia möchte unbedingt Eis. Ich kann das nicht essen. Ah, keine Box. Sie sagt, ich kann die Tüte tun, aber das ist nicht. Nein, das darfst du nicht machen. Also es gibt keine Box, wo man das zu Go mitnehmen kann. Aber es hätte das auch Raum gehabt. Ja, ein Reis mit Gemüse. Gemüse-Reis mit hätte ich jetzt gerne. Aber halt nichts zu mitnehmen. Muss man sehr schüttel selber mitnehmen. Nächster Versuch. Die Pia möchte jetzt Kekse ohne Schachtel kaufen. Zwei Kekse, das. Was heißt fünf? Muss er nicht? Was? Nein, es heißt 20. Der Fluglinie Cubana wollte man eigentlich fliegen. Von Guadalajara zurück nach Havanna, aber die hat den Flugbetrieb eingestellt. Jetzt müssen wir mit dem Auto zurückfahren, beziehungsweise mit dem Taxi. 1000 Kilometer, mal ist der Stickle. Gehen wir dann noch runter, blicken wir runter? Ja, gehen wir einfach noch ein Stückchen runter. Haben wir schon essen können. Das war gut. Ja. Ja, Weihnachtsgebäck. Vergangene Zeiten. Oh, das ist einmal die Bank of Canada. Hier in unserem einst schönen Hotel. Aber da ist die Terrassen belegt, das einzigste Lokativität. Wurde Pia auch zum Bestandteil der kubanischen Musik. Pia ist jetzt Bestandteil der Musikkapelle. Thank you.
und dann gab es noch ein kleines Ständchen vor der Tür. Juan. Oye, Juan. A ti ya te canto también. Con tremenda sabrosura. A ti ya, a Juan yo le canto. Viva el 2023. Con tremenda sabrosura. Te canto de mi vivir. La voz de Benny Moré. Con tremenda sabrosura. Ella y el del occidente. Yo ando buscando euro. Para poder seguir luchando en la vida está muy dura. El euro me salva a mí. Así que era 10 o 20, con ello puedo gozar. Comprarme un par de zapatos y llenarme la barriga. ¡Día! ¡Qué lindo es! ¡Día! ¡Ay, qué linda eres! ¡Día y Juan! ¡Ay, qué lindo son! ¡Día y Juan! Aber mehr. Jetzt ist Pio möchte Rum importieren. Rum. Da scheißt man nicht rum. Also der Daiquiri, ihr seht, echt Empfehlung. Ne? Der ist mega. Super. Die Pio ist immer wählerisch. Jetzt ist, passt ihr das auch wieder nicht. Das ist das super Menü. Gefällt ihr nicht. Terrasse vom Hotel Grande, Casa Grande.